Warum hat Voldemort keine Nase? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Wir alle kennen den jungen Tom Riddle als attraktiven jungen Mann, der die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchte. Wie wir aber auch wissen, verändert sich sein Aussehen über die Zeit sehr doll und er wird extrem unangenehm anzuschauen. Aber wie kommt das eigentlich? In den Filmen und in den Büchern finden wir mehrere Antworten auf die Frage, warum Voldemort anscheinend keine Nase besitzt und so furchteinflößend aussieht. Nun, als Teenager in der Schule erforschte er wie bekannt alle möglichen Winkel der dunklen Zauberei und stieß dabei auf einen merkwürdigen Zauber namens Horcrux. Dieser dunkle Zauber erlaubt es jemandem, seine Seele in mehrere Teile zu spalten. Diese können in Gegenstände oder auch in Lebewesen gepflanzt werden. Dies bedeutet so viel wie, wenn jemand den Körper, in dem du lebst, zerstört, dass deine Seele trotzdem in dem Gegenstand oder dem Lebewesen weiterlebt. Um einen Horcrux zu erschaffen, muss man jemanden ermorden, um dadurch erfolgreich seine Seele spalten zu können. Voldemort strebt nach absoluter Macht und Unsterblichkeit. Um unbesiegbar zu werden, nimmt er mehrere magische Schritte vor, die auch sein Aussehen verändern. Statt des früher attraktiven Hogwarts-Schülers Tom Riddle sieht er immer unmenschlicher und furchteinflößender aus. Seine Gestalt wird groß und dürr, sein Gesicht bleich und schlangenähnlich, seine Augen werden blutrot und seine Nase schrumpft zu schlitzförmigen Nüstern zusammen. Dass Voldemort ursprünglich Tom Riddle hieß und selbst auch halbblütig ist, also rassistisch beurteilt kein richtiger Zauberer ist, wissen viele von seinen fanatischen Anhängern nicht. Eine andere Antwort außer der Spaltung seiner Seele durch die Horcruxe finden wir in den Büchern. Die Antwort aus den Büchern besagt nämlich, dass er sich selber so verstümmelte, weil er, wie das Lieblingstier von ihm, wie eine Schlange aussehen wollte. Dies erklärt außerdem, warum er sich selber nie eine Nase oder sein gutes Aussehen zurückgezaubert hat. Er wollte einfach schrecklich und düster aussehen und auch so wirken. Das war's auch wieder mit diesem Video. Was hältst du von Lord Voldemort und der Nasenstory? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.